Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich habe gerade heute am 1. Januar endlich wieder einen Diablo 4-Stream gemacht. Das, worum es geht, kommt auch morgen. Aber eine Sache ist passiert, die ich bodenlos finde. Und dafür gehe ich hier gerade mal in die Bluternte. Und zwar sind schon seit 2 Wochen, das wusste ich gar nicht, die übertriebenen Server-Lags. Also ich bin der Meinung, die haben sich mit dem Online-Modus, diesem Online, Alter, das sind 4, 5, 6, 7, 8. Das waren 8 Sekunden. Und die habe ich gerade auch ungefähr eine Stunde oder so, oder eine halbe Stunde erfahren. Und die sind auch gerade noch. Deswegen wollte ich das jetzt auf jeden Fall einmal festhalten. Das Spiel ist aktuell unspielbar. Und das Ganze ist nicht nur in der Overworld. Und egal, ob ihr Cosplay anhabt oder aushabt oder sonst irgendwas. Das Ganze ist auch im Schlachthaus. Und da gibt es wohl aktuell eine mega Forum-Post von ganz vielen Leuten, die ihre Hardcore-Charakter also ihr seht das, ne? Also, es ist übel am Längen. Die ihre Hardcore-Charakter im Schlachthaus verloren haben. Und das finde ich krass. Vor allen Dingen, weil das Ganze seit 2 Wochen ist. Seit dem letzten Hotfix, der im Schlachthaus kam. Seitdem sind diese Lags und speziell sogar auch im Schlachthaus. Und man geht auch davon aus, dass das Schlachthaus der Übeltäter ist. Ich kann hier gerade mal ein, zwei Clips einblenden heute aus dem Stream. Ich hatte teilweise 30 Sekunden Lag. Das heißt, ich stand 30 Sekunden rum und es hat sich nichts getan. Performance-Probleme haben? Schon wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, was ist hier los? Es liegt nicht an mir. Normal würde ich ja denken, ey, das liegt an mir, aber. Das wird ja immer schlimmer. Wir hatten in der Vergangenheit öfter schon mal mit Lags zu kämpfen. Das ist, glaube ich, mit einem serverbasierten Game nicht zu vermeiden. Vor allen Dingen, weil ja auch. Also, ja. Ball Lightning da massive Probleme verursacht, weil ihr müsst euch vorstellen, jede Schadenzahl, die ihr macht, muss einmal zum Server hingeschickt werden. Da muss der Server sagen, okay, das ist richtig oder das berechnen oder was auch immer. Und dann das okay zurückschicken an euch, okay, die Schadenzahl ist so richtig. Und das gerade beim Ball Lightning 30 Mal pro Sekunde. Und wenn ihr bei einem Weltenboss seid mit 3 Leuten, ihr kennt die Lags. 40, 50, 60, 100 Mal pro Sekunde. Und das gleiche Problem ist auch in der Overworld. Und überhaupt, wenn ihr irgendwo spielt, im Schlachthaus. Die Server, obwohl die Spielerzahl aktuell relativ gering ist, sind komplett überlastet. Und ich wette, das hat mit dem Ball Lightning zu tun. Ich kann mir nicht vorstellen, woran es sonst liegen könnte. Es müssen die Schadenzahlen vom Ball Lightning sein, von den Leuten im Schlachthaus. Anders kann ich es mir echt nicht erklären, wieso wir so massive Lags haben. Normale Lags, das kann immer mal irgendwas sein. Aber diese massiven 10, 20, 30 Sekunden Lags kann ich mir nur dadurch erklären, dass der Server komplett überlastet ist, obwohl die Spielerzahl gerade so niedrig ist. Und ich hoffe, dass spätestens zu Season 3 das Ganze behoben wird, weil zu Season 3 wollen wir alle keine 20, 30 Sekunden Lags haben. Wahrscheinlich werden die Server schon wieder besser sein, wenn das Schlachthaus weg ist. Das läuft noch bis zum 8., meine ich. Dann haben wir 2 Wochen Zeit, um zu gucken, ob die Server wieder normal laufen. Aber ich wollte das einmal hier festhalten für euch. Falls ihr euch fragt, ey, wieso habe ich so krasse Lags? Oder wir haben eben auch im Stream gesagt, stellt euch vor, irgendjemand kriegt gerade Diablo zu Weihnachten. Ich habe Diablo gerade zu Weihnachten bekommen und habe diese massiven Lags. Leute, es liegt nicht an euch. Das liegt an den Servern von Blizzard. Und wir können nur hoffen, dass am 8., wenn das Schlachthaus wieder raus ist, das Ganze besser wird und vor allen Dingen dann zu Season 3 besser wird. Nach eurer Meinung muss ich eigentlich heute ausnahmsweise mal nicht fragen, weil ich kann es mir schon denken, ihr werdet alle abgefuckt davon sein, kann ich mir gut vorstellen. Und das auch mit Recht. Also das ist etwas, das darf nicht sein bei einem Spiel, was ein halbes Jahr draußen ist und eine relativ geringe Spielerzahl aktuell hat. Also das darf echt nicht sein. Wenn ihr wissen wollt, was ich hier gerade für ein Bild spiele oder
ich mir am Bauen bin, dann auf jeden Fall ein Follow da lassen. Da kommt das Video entweder morgen oder übermorgen zu. Muss ich erstmal schneiden. Das waren ungefähr 3 Stunden Content, die ich heute aufgenommen habe. Sind aber sehr spannend, kann ich schon mal verraten. Würde mich wie immer über ein Like auf dem Video freuen. Sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.